mit unserem lustigen Video anscheinend die Stadt dermaßen gedemütigt. Das ist jetzt kein Silvesterkonzert, also kein Neujahrskonzert am 23. April mehr gibt. Dafür haben wir inzwischen, nein, es ist keine UFO-Sichtung, nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Wir haben inzwischen große Luftraumüberwachung. Big Brother is watching you. Ich muss jetzt nicht nur zum Altglascontainer, weil ich bin immer noch umweltfreundlich. Aber Big Brother is watching you und die Drohnen sind über uns. Es ist einfach schön. Das neue Jahr geht weiter, wie das alte geendet hat. Wir sind in einem Überwachungsstaat. Kennst du den Film noch, das fliegende Auge mit den Hubschrauber? Jetzt habe ich gerade schon erklärt, dass mein PC im Sterben liegt. Fernseher habe ich seit 25 Jahren. Das ist der 80er Jahre. In die 80er Jahre habe ich noch richtig leibhaftig rebelliert und Rock'n'Roll gemacht. Aber was ist los? Ich habe gerade mit dem Roman darüber romantisch Gefühle ausgeleert, dass wir letztens nach einem Spaziergang da durchgegangen sind und da waren zwischen dem gelockdownten Café Tomaselle, das die Gastro sich auf und zuspielen lassen, wie heißelt, die habe ich letztens in unserem Silvestervideo besprochen, ein Banner gespannt, wo drauf stand, dass es ein symphonisches Neujahrskonzert gibt. Ein Joint Venture zwischen den Zehern, einer österreichischen Band, sehr bekannt, und der Salzburger Symphonieorchester im großen Festspielhaus als Neujahrskonzert. Und du wirst nicht glauben, an welchem Datum. Nein, es war nicht der 1. Jänner, das wäre für ein Neujahrskonzert langweilig. Es war auch nicht der 31. Jänner, auch das wäre immer noch im Jänner gewesen, am 23. April. Und ich habe gesagt, wir haben inzwischen die Osterfestspiele des letzten Jahres auf Allerheiligen. Wir haben die Fußball-EM 2020-21 abgefeiert und wir hatten dieses Neujahrskonzert am 23. April. Ich habe gesagt, ich werde Ostereier verschenken. Aber das Video vom Roman als ewig unbeugsamer, freier Journalist und mir als ewig zynisch und blöd daherredenden hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass der Dorn im Fleisch unserer Stadtväter und Eventfuzis, wo meine Eventbranche eh tot da niederliegt, weil wie gesagt, wir sind ja im wiederholten Lockdown, so sehr drückte und schmerzte, dass sie gesagt haben, die Blöße und diese Schande können wir uns jetzt, wo sogar die zwei Deppen erkannt haben, nicht mehr geben. Wann haben sie das vorgelegt? Und inzwischen gab es tatsächlich eine Silvestergala am 31.12. Ich war total irritiert und ich war ein bisschen erregt, deswegen muss ich echt zugeben, wirklich, ist nicht schlecht. Trendsetter! Und es gab, man soll es nicht glauben, in den Nachmittagsstunden, der Roman wird sicher das passende Bild einblenden, dann quasi ein Neujahrskonzert am 1.1. Also, ich bin ja vom Glauben abgefallen. Ja. Aber Salzburg. Mal, meine andere Frage jetzt, ich wollte mal auch mal was fragen. Wie war denn das eigentlich, der Roman? Genau, das wollte ich sagen. Wart's mal ab, wenn es jetzt losgeht am 6. oder am 10. Wenn dann Ungeimpfte kein nichts mehr kaufen können in Supermärkten. Ja, das ist eine Androhung. Oder? Das heißt also, Ungeimpfte müssen verhungern. Ja, und jetzt lügt wer aus, also das geht auch noch. Ja, an der Kasse, Vorsicht. Gehen wir auf die andere Seite. Um es ganz ehrlich zu nehmen, ich habe meinen Luxuskörper mit ein, zwei Luxuskilo versehen in den letzten Jahren. Frei nach dem Motto, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und ganz, ganz im Ernst, wenn man mir mein Leben dahingehend verbieten will, dass ich die systemrelevanten Lebensmittel kaufen kann, ne? Dann sage ich, dann werden wir halt einfach die Arbeit niederlegen müssen, weil wir die Kalorien nicht mehr aufbringen werden, der Arbeit nachzugehen. Und wir werden damit den Handel zum Erliegen bringen. Schau, Elvis, das Musical am 23. Jänner in Salzburg. Genau. Das war halt fast was, warum ich ins Festspielhaus gehen würde. Ja, aber nur fast. Aber da darfst du ja nur 2G gehen, ne? Ne, oder? Ja, gesund und Geld. Ich brauche das Geld zum Reingehen und die Gesundheit, damit ich auf dem Weg dahin nicht tot bin. 2G bringe ich jederzeit. Das habe ich schon in einem anderen Video mit dem Roman vor langer Zeit erklärt. Es geht eigentlich um Gewissen und geistige Gesundheit. Das ist die 3G-Regel. Und die 2G-Regel ist für mich einfach Gesundheit und Geld. Aber voll wurscht, das soll gar nicht das Thema sein. Aber das Geld schafft man überhaupt. Das kommt dann die Kryptowährung. Aber du. Naja, nachdem du Krypto-TV bist, dann druckst du einfach selber Geld. Lieber die E-Mark. E-Mark.